Fun Facts von Casper Lab ist ein kooperatives Partyspiel. Aber eigentlich ist es viel mehr als das. Fun Facts ist ein Partyspiel, bei dem ihr Fragen beantwortet und versucht euch selbst und die mitspielenden Personen richtig einzuschätzen. Wenn wir spielen, dann kommen ja Menschen zusammen. Normalerweise sind dann eben viele Regeln da, die wir befolgen müssen und das Spiel ist sehr präsent. Bei Fun Facts ist es ein bisschen umgekehrt. Wir haben ganz wenig Regeln und dadurch werden die Menschen, die am Tisch sitzen, immer wichtiger. Die sind im Vordergrund. Ich finde ja so klasse, dass man nicht nur was über die anderen erfährt bei dem Spiel, sondern auch über sich selber, weil man Fragen stellt, die man sich so im Alltag eigentlich nie stellt, oder? Eine Partie besteht aus 8 zufällig gezogenen Fragen. Zum Beispiel: Wie viele der Personen hier am Tisch würdest du beim Armdrücken besiegen? Wie verführerisch bist du deiner Meinung nach? Oder wie viele Gesellschaftsspiele besitzt du? Ihr schreibt im Geheimen eure Antwort auf eure Tafeln. Nun versucht ihr abwechselnd, beginnend beim Startspieler oder der Startspielerin, eine aufsteigende Reihenfolge zu bilden, indem ihr versucht einzuschätzen, wo eure Antwort liegen könnte. Dann wird geschaut, wie ihr euch geschlagen habt. Tafeln, die nicht in die Reihenfolge passen, werden entfernt. Für alle Verbleibenden bekommt ihr einen Punkt. Es kam die Frage, wie viele Liegestütze kannst du machen? Und alle haben sehr kleine Zahlen aufgeschrieben und da haben wir uns erstmals darüber unterhalten, wie es uns eigentlich geht. Also manche Leute haben dann gesagt, mir zieht der Schmerz bis ins Bein und ich gehe zur Physiotherapie und ich habe das und das. Und das haben wir vorher nie gemacht, weil wir sind zum Spielen zusammengekommen und haben dann irgendwie um Punkte gerungen, aber wie es uns geht, war nie Thema. Das sind so intensive Begegnungen, die man da hat bei diesem Spiel. Man kommt ganz schnell, ganz nah ran. Und gleichzeitig hat das Spiel auch streckenweise eine Leichtigkeit, die fast bis ins Alberne geht. Eine der Fragen, die weniger philosophischer Natur ist, wie weit kannst du deinen Schuh werfen? Auch diese Frage hat uns natürlich nicht losgelassen. Und so fanden wir uns dann anderen Tags auf dem Sportplatz wieder, wo wir es dann ausprobiert haben. Also sowas gibt's auch. Es sind nicht nur die ganz großen Lebensfragen, die wir uns hier stellen, aber eben auch. Es bildet alles ab vom ganz trivialen, kleinen, welche Schuhgröße hast du, bis wie viele Jahre deines Lebens würdest du hergeben, wenn du Milliardär sein könntest. Was ich wirklich gut finde an Fun Facts ist, dass jede Runde selbst entscheiden kann, wie tief sie da einsteigen möchte. Die Fragen bieten Tiefe, aber man muss das nicht nutzen. Man muss da jetzt nicht stundenlang analysieren und psychologisieren. Deswegen ist das für niemanden unangenehm oder peinlich. Und es hat eben auch wirklich einen Partycharakter. Der eine hat 67, der nächste hat 68, der nächste hat 69. Das ist natürlich super Stimmung am Tisch, dass man das hingekriegt hat. Dass man als Gruppe so zusammenfindet und diesen gemeinsamen Erfolg feiert, sich selbst gegenseitig so gut kennengelernt zu haben. Am Ende werdet ihr sehen, wie gut ihr euch wirklich kennt. Also man kann wirklich sagen, dieses Spiel hat so ein kleines bisschen was in meiner Person, in meinem Leben geändert. Es schafft ein Erlebnis, an das ich immer wieder zurückdenken werde. Und deswegen hat sich Fun Facts von Casper Lab einen Platz unter den Nominierten für das Spiel des Jahres verdient. Komm, Uno.